Bei Kniegelenksprothesen gibt es zwei Hauptarten. Eine ist die Vollprothese, die andere ist die Schlittenprothese. Bei einer Vollprothese wird die ganze Oberfläche des Kniegelenkes ersetzt, bei einer Schlittenprothese wird nur ein Teil der Oberfläche ersetzt. Die Form dieses Teils, das entfernt wird und ersetzt wird, hat die Form eines Schlittens. Deswegen heißt sie Schlittenprothese.